Bei der Videobearbeitung ist es wichtig, auf die richtige Reihenfolge zu achten. Wenn Sie zum Beispiel einen Zoom-Effekt in Ihr Video einbauen wollen und an dieser Stelle auch ein Call-Out oder einen Scheinwerfer-Effekt benutzen, kann es sein, dass Ihnen dies passiert. Aus diesem Grund sollten Sie den Zoom- und Schwenkeffekt erst ganz am Schluss einbauen, nachdem Sie bereits Callouts, Scheinwerfer oder Blenden hinzugefügt haben. Danach machen Sie eine Gruppe und verwenden die Animation erst am Schluss über der Gruppe. Dann zoomen Sie nicht nur Ihre Bildschirmaufnahme, sondern gleichzeitig auch die Callouts und den Scheinwerfereffekt.